muss ja passen alles. Das ist ja sein Abdruck in deinem Hintern erschaffen. Ja, wie schön. Bitch. Hallo meine Bäumchen und schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin heute nicht alleine, ich habe die Jenny dabei von Apple Wow Pictures. So schaut's aus. Ja, ich habe sie einfach mal entführt, nach der Yukon mit nach Hamburg geschleppt und sie bleibt jetzt erstmal hier. Genau. Bitte, hol mir weg. Und es heißt heute mal wieder eure Fanpost auspacken. Pass auf, wir machen das wie folgt. Ich mache es auf und beschreibe dir, was drin ist und du musst raten. Das wird lustig. Komm. Also, ich habe... Ein Karton. Ja, das auch. Das erste, das ist in 6 Sachen unterteilt und mit Folie drauf. Und da ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Was zu essen. Ja, und das ist ein Weizenprodukt, was trocken ist. Haferflocken. Kekse! Schorner Schafkekse! Irre! Wir haben hier auch einen Brief von Christoph aus, ich glaube, Bayern. Das ist Christoph. Christoph. Hallo Christoph. Ah! Kennst du ihn? Nö. Mama-Kekse. Sieht aus wie Nachfüllzeug fürs Feuerzeug, schmeckt aber sehr gut. Das ist Schlehenfeuer, Fruchtlikör. Ist ein Fruchtsaft. Oh, sowas will ich auch gerne. Schokobär! Voll Hallo, süßen von Sarotti. Guck mal, du kriegst ein Auto. Und einen Teddybären. Teddybären mit Gummibären. Und oh, hier ist ein kleines Paket. Aber ich glaub, nicht, der kommt aus Bayern, ne? Ja, hier steht auch drauf, nicht bayerisch, aber gut, ich glaube, der kommt aus Bayern. Das ist eine Mordsgaudi, das hier auszupacken. Ein Hotdog. Ein kleiner Hotdog. Leberkäse Semmel Deluxe. Das ist bestimmt dann ein Burger. Ganz viel Süßkram. Oh. Und Bonnie. Hier ist eine bayerische Tanne. Kennst du die noch? Oh, die gab es früher immer mit der Kamelle. Kamelle gibt es bei mir nicht. Oh, ich glaube, ich habe das gerade kaputt gemacht. Jenny hatte gedacht, das ist. Ich muss sie noch auspacken. Na, weil das ist aber auch irreführend. Das muss man auspacken. Und das. Oh Gott. Christoph, das tut mir. Ich glaube, etwas Zeit hier. Ich wollte das nicht wieder zusammen. Ich mach, aber guck mal, dafür hast du ganz viele schöne andere Tannen noch hier drin. Die kannst du sogar aufkleben. Ja, ein Sticker. Das ist eine bayerische Tanne bei Nacht. Ah, und eine Postkarte hast du auch bekommen. Oh. Oreo, Milka, Schoko, XO. Die kannst du alleine nicht sehen. Ja, cooli, cooli. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Christoph. Bitte. So, Thomas aus Ludwigshafen. Ich muss erst suchen. Oh ja, das wird lustig. Die Verpackung sieht aus wie eine dicke Beefy von der Art und Weise. Ist immer weiß. Es ist dafür da, dass du in der dunklen Stunde ein Licht bei dir hast. Ja! Ah! Und einen Brief. Auf jeden Fall schöne Grüße und alles Gute von deinem Baum, Thomas. Oh. Ach, guck mal, dann haben wir noch. Noch ein Freund. Und dann haben wir noch sowas hier. Oh, das ist auch die beste Schokolade ever. Oh Gott, Saba. Wir werden fett sein bis morgen. Du wirst fett sein. Ich nicht. Hallo. Also, räumst du einmal bei Tanne auf, ne? Und saugst da bei ihr? Und sofort rastet sie völlig aus und schmeißt hier alles rum. Dankeschön, Thomas. Ja, voll cool. Danke, danke, danke. Ich glaube, dieser Frosch wird einen speziellen Platz bei Tanne bekommen. Ja, bei den ganzen anderen Fröschen, Plüschfröschen. Alissa aus Horgenzell. Okay, ich nehme das. Es ist ungefähr so groß wie eine Walnuss. Es ist orange und weiß, hat 2 Augen und ist aus Gummi. Ich muss mir jetzt Sorgen machen. Ich habe keine Ahnung. Ciao. Meerschweinchen aus Gummibänder, Digga. Wie heißen diese Bänder? Diese komischen... Weiß ja, nicht. Ihr wisst, wie die heißen. Was auch sehr süß ist, Alissa hat reingeschrieben, für die beste YouTuberin Klein Tanne. Und sie hat noch ein Rezept für einen Kokossalat mit reingeklebt. Hier haben wir noch für die Meris. Mehr für Meris. Yay, fette Meerschweinchen. Oh, liebe Tanne, wir lieben deine Videos und schauen sie schon seit 2,5 Jahren an. Das ist übrigens ein ganz, ganz süßer, bunter Brief. Ja, voll schön. Den finde ich super. Hier, du bist doch handwerklich begabt. Bin ich das? Hm? Knuff. Das ist wirklich süß. Hier haben wir noch ein Paket und das darfst du auspacken. Oh, Ratzefummel drauf. Froschratzefummel. Oh, wie spannend. Weißt du, was meine Oma jetzt sagen würde? Das ist vorsichtiger aus, das kann man nochmal benutzen, das Geschenkpapier. Ja gut, damals war die Welt ja auch noch anders. Damals musste das ja. Und so. Es ist weiteres Papier. Oh, wie aufregend. Ich bin voll so Schummelzeug. Und Trommelwirbel. Warte, ich mach noch Trommelwirbel. Das ist Schummelmehrwerk. Oh, es ist, kann ich so... Oh, ihre Fall. Der ist wirklich hübsch. Der ist von da nach da.
Dankeschön. Schöni, schöni. Noch ein Froschi. The last but not the least. Von Patrick aus Leutkirchen. Hat mir, glaube ich, schon mal Pakete tatsächlich geschickt. Ja, und letztes Mal hat er mir so ein Trollpaket geschickt. Also es ist klein, aus Stein. Es ist klein, aus Stein. Und schaut traurig rein. Ach, guck sie einfach an, ich kann es gar nicht beschreiben. Oh, frischle Steinchen auf einer frischle Seerose. Mensch, hätte ich immer das beschrieben, können wir es nochmal machen? Auf jeden Fall ist Patrick ein ganz lustiger, weil Tana hat nämlich jetzt Plüschhandschellen gekriegt. Wie kommst du da drauf? Auf jeden Fall sind hier noch Kekse. Und Kekse! Ein Mordsriesenhase. Oh. Du machst mich völlig irre. Es ist ein Uhu! Ein Stein-Uhu! Pass auf, dass du nicht kleben bleibst. Ja. Und dann hast du hier noch Vitakraft für deine Kinder. Yay, meine Tiere werden fett. Und Red Bull. Eigentlich waren es zwei. Hm. Ich habe mich für die Fahrt für die Yukon gebraucht. Uhuhu. Ich muss erstmal die Handschellen entfesseln. Oh, ja. Ja. Oh. Cool. Dankeschön. Danke. Ich finde das witzig. Ich würde auch gerne mal solche bekommen. Willst du mitnehmen? Was soll ich denn damit? Auf dem Schiff? Ja, für euer Ensemble. Geht nicht weiter. Ensemble. Also vielen lieben Dank euch allen für diese tollen Pakete. Es ist unglaublich, ja, fesselnd. Hier unten kommt ihr zu meinem letzten Video und zu einem, ja, lasst euch überraschen, anderen Video. Ihr kennt das schon. Brotbackmaschinen. Das ist total spannend, guckt es euch an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bitte schön, abonniert die Tanne, schreibt ihr, schickt ihr Pakete, macht, dass ihr Leben viel, viel schöner wird als sowieso schon. Und sie freut sich über alles Gemalte, Geschriebene, Gebastelte, Geschickte, Gekaufte, überhaupt. Das ist eine ganz, ganz tolle und die müssen wir mal hier ein bisschen hier auf Vordermann kriegen. Also abonniert diesen wunderschönen grünen Busch. Oh. Busch? Sie hat Busche gesagt. Bäumchenliebe, bis zum nächsten Mal. Wir froschen euch. Tschüss. Mach das weg. Nein. Mach das weg.